Vielleicht kennt ihr das. Ihr seid AfD-Anhänger oder zumindest altparteienkritisch und ihr kommt mit normalen Leuten in eine Diskussion. Das heißt, normale Leute. Es sind eigentlich keine normalen Leute. Und dann werdet ihr beschimpft. Ja, ihr seid Hetzer, Rassisten, rechts. Und dann sind sie so richtig empört. Und dann zuckt ihr so zurück und denkt euch, bin ich jetzt rechts, bin ich Rassist? Und ist da vielleicht was dran? Sind in der AfD Rassisten? Ist das eine gute Partei? Bin ich richtig? Bin ich vielleicht tatsächlich Rassist und merke es gar nicht? Bin ich rechts extrem? Bin ich irgendwie komisch? Und dann stellt euch die Frage, wollt ihr anderen was Böses? Und seid ihr rassistisch? Stellt euch selber diese Frage. Wenn ihr diese Fragen mit Nein beantworten könnt, dann könnt ihr wahrscheinlich relativ sicher sein, dass es kein Missverständnis ist. Also normalerweise denkt man ja dann, okay, die haben mich irgendwie missverstanden, könnten sie ja denken, dass ich rechtsextrem bin, dass ich Rassist bin. Ja, man könnte es das ja denken mit der AfD und so weiter und man weiß ja nicht. Aber das ist ein Trick. Es ist normalerweise genau kein Missverständnis, sondern diese Leute verarschen euch. Sie wollen euch missverstehen. Oder auch wenn ihr zum Beispiel für die Todesstrafe seid, dann habt ihr vielleicht auch das Gefühl, oh, bin ich jetzt irgendwie komisch, bin ich jetzt krass, ist es jetzt total daneben, bin ich jetzt herzlos? Und meiner Meinung nach, man fühlt, dass es gerecht ist, dass Leute, wenn sie schreckliche Verbrechen begehen, gibt ja wirklich ganz schlimme Verbrechen, wie in Syrien, wo irgendwelche Leute von mir aus, auch von hier, Säuglinge in der Sonne vor ihrer Mutter verdursten lassen oder überhaupt, wenn Leute zu Tode gequält werden oder allein schon ein Raubmord, wenn man sich das mal überlegt, ist es so schlimm und ihr sollt dann herzlos sein, wenn ihr für die Todesstrafe seid. Und meiner Meinung nach sind genau die Leute herzlos, die euch dafür verurteilen. Also man kann ja von mir aus unterschiedlicher Meinung sein, aber es ist nicht richtig, euch dafür zu verurteilen, für gerechte Strafe zu sein. Sondern mit den Leuten stimmt was nicht und die Leute verarschen euch von hinten bis vorne und spielen mit euch und verstehen euch absichtlich falsch und indoktrinieren euch mit irgendwelchen Anschauungen, wie zum Beispiel, dass man gegen die Todesstrafe sein muss, um ein guter Mensch zu sein. Und lauter so ein Blödsinn. Und am besten muss man probieren, sich von diesem ganzen Zeug frei zu machen. Mit dem, die einen verblöden wollen. Mit diesen ganzen Anschauungen. Mit denen, die euch moralisch einkästeln wollen, dass ihr gar nicht mehr euch traut, gewisse Dinge zu denken. Das muss man komplett ablegen. Und sich selber fragen, was ist richtig. Und sich nicht von diesen Leuten lenken lassen und Denkverbote auferlegen lassen, sondern selbst unvoreingenommen sein, was ist richtig, was ist falsch. Will ich anderen was Böses? Will ich andere hintergehen? Will ich sie umbringen? Will ich das oder will ich das nicht? Und wenn die anderen behaupten, dass ich das will, dann ist das normalerweise kein Missverständnis. Sondern diese Leute, die wollen einen hinters Licht führen. Wir leben wahrscheinlich, vielleicht war es immer so, aber ich glaube, es gab selten Zeitalter, in denen so viel geheuchelt wurde wie heute. Dieses ganze nette Getue, das ist eine riesige Heuchelei. Das Ausmaß ist so riesig von der Heuchelei. Und dahinter wird das alles verlacht, verlachen die das alles. Es ist für die alles nur reiner Quatsch, alles reine Verarsche. Allein schon beim ZDF, man merkt es ja schon im Grunde langsam. Also was heißt langsam, mir ist es schon in den 2000ern aufgefallen, wie schleimig und nett sie tun vor der Kamera. Und ich möchte gar nicht wissen, wie die rummeucheln, was die alles machen.
Allein schon ja, wie sie berichten, ist ja so widerwärtig. Und da möchte man sich gar nicht vorstellen, was diese Leute denken. Oder so Leute wie der Tauber, die da auch so scheinheilig daherreden in die Kamera. Und für die ist, glaube ich, Demokratie einfach nur ein Witz. Die leben schon gedanklich in einem totalitären System, wo es so zwei Seiten gibt. Da gibt es die Propagandaseite, wo man nett tut, wo man den netten Schleimer gibt. Aber es ist völlig klar, dass es Quatsch ist für die Leute. Hintenrum, wenn die Kamera aus ist, wenn man es nicht sieht, dann wird gemobbt und gemeuchelt und dann gibt es gar keine Grenzen. Und gegen die AfD schon gar nicht. Macht man einfach alles. Und wenn man sich diese Denkverbote auferlegen lässt, dann haben sie schon zum Teil gewonnen. Und das sagt sich leicht, aber man ist so sozialisiert und so indoktriniert von der Gesellschaft, man muss sich da wirklich bewusst von frei machen und alles hinterfragen und bei null anfangen.